Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnern kann, aber Ende Oktober 2017 ist es nach 4,5 Jahren soweit gewesen und ich habe meinen eigenen SCUF-Controller bekommen. Die Freude zu dem Zeitpunkt war riesengroß. Es ist für mich das krasseste überhaupt, wer nicht weiß, was ein SCUF ist. Diggas. Aber das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Also Leute, es war soweit, ich habe den Scorpion SCUF dort released. So, so sieht der ganze Hase aus, ihr kennt den bestimmt noch. Und genau einen Monat später war zum ersten Mal, dass ich das jemals gesehen habe, bei SCUF Gaming ein Controller komplett ausverkauft. Ja, es war meiner, Leute. Vielen Dank für den Support zu dieser Zeit. Und seitdem, also seit 5 Monaten, ist mein Controller nicht mehr zu haben gewesen, Leute. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich hatte Stress mit der SCUF Gaming Geschäftsführung, mit meinem Partnermanager bei SCUF. Ich war richtig unfreundlich, ich war richtig sauer. Denn ihr wisst vielleicht, ich habe das komplette Weihnachtsgeschäft somit verpasst. Das ist für mich scheiße, weil da einfach viel verkauft wird. Und es ist für euch scheiße, weil viele den SCUF zu Weihnachten bekommen sollten und ihn einfach nicht bekommen haben. Das hat mich so geärgert zu dieser Zeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein SCUF Controller, für die, die es nicht wissen, ist ein Controller mit hinten 2 Pedals, oder auch 4 Pedals, du kannst 4 haben. Das ist jetzt zum Beispiel der SCUF Impact Scorpion. Es gibt auch, da kommt gleich noch was Neues. Es ist quasi so, du hast quasi die Möglichkeit, gleichzeitig zu aimen und zu springen bei COD und musst nicht diesen Move machen. Und das gibt dir einfach einen unglaublichen Zeitvorteil. Und ich hätte niemals gedacht, dass nochmal ein Spiel rauskommt, wo der SCUF besser wäre als bei COD. Und dann kam das Spiel einfach. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das heißt Fortnite. Da kann man so, es ist ein Battle Royale Game. Leute, Spaß beiseite. Es gibt wirklich kein Spiel, wo sich der SCUF mehr lohnt als bei Fortnite, Leute. Denn ich habe es mir so konfiguriert, dass ich auf diesen Knopf baue und auf diesem springe. Besser geht's für mich nicht. Denn ich baue einfach auf dem Paddle. Ich muss nicht erst auf Kreis drücken und dann hier wieder so machen und dann wieder drehen, sondern ich gehe so in den Baumodus, drehe mich, zack, hab gebaut, weiter, weiter. Und das ist einfach perfekt dafür. Monte benutzt einen SCUF. Also nicht von SCUF Monte, aber er benutzt auch einen Controller mit Pedals. Red benutzt einen SCUF, Barca benutzt einen SCUF, jeder YouTuber, den ihr kennt, benutzt einen SCUF. So, und es ist wirklich für mich, das habe ich ja immer gesagt, nach dem Monitor das zweitwichtigste, finde ich. Und ich habe da so Druck gemacht bei SCUF, dass wir jetzt endlich wieder unseren eigenen SCUF rausbringen, also den Scorpion SCUF V2, Leute. Denn es gibt sogar noch Designverbesserungen, das heißt, es ist wirklich ein neuer Scorpion SCUF Controller und komplett krass, ich habe ihn noch nicht einmal in der Hand gehabt selber. Und ja, wenn ihr Code Scorpion benutzt auf dieser Seite, dann bekommt ihr 5% auf dieses SCUF Controller. Für dieses Video hier wurde ich übrigens nicht bezahlt und dementsprechend ist es auch kein Werbevideo. Das ist einfach mein eigenes Produkt, was ich hier quasi bewerbe über SCUF. Und das möchte ich auch gerne machen, ja. Also Landesmedienanstalt, ich möchte das bewerben aus Eigeninteresse. So, 3 Pakete, so wie ich es mir gedacht habe. So, Freunde, also, wir haben hier jetzt 3 Controller. Und was ich hier in der Hand habe, habe ich selber noch nie gesehen. Und zwar ist es der erste Scorpion SCUF in der SCUF Infinity Pro Variante. Das bedeutet die alte PS4-Form, die wahrscheinlich die meisten von euch benutzen, würde ich mir mal einfach so vorstellen. Weil es gibt ja die Impact-Form nur von SCUF. Und ja, das ist eigentlich ziemlich lustig, finde ich. Denn ich habe es selber noch nie gesehen. Ich glaube, das ist auch der erste, den wir jetzt mal zusammen auspacken hier, Leute. Der allererste von den neuen Scorpion SCUF Controllern. Wie gesagt, jetzt verfügbar, Leute. So. Ja, Digga, let's go. Okay, das Design ist wirklich noch krasser geworden. Es ist wirklich noch krasser geworden. Oh mein Gott, Leute. Also, das ist der erste 4PS Infinity SCUF Scorpion, Leute. Die haben das Ganze noch mit so ein bisschen Grauschimmer gemacht, weil bei dem war das so, da sah der Grauschimmer irgendwie so ein bisschen ungewollt aus, finde ich. Und hier sieht man jetzt auch, dass es ein Design-Element ist. Ich zeige es euch nochmal etwas näher in die Kamera. So, Leute. Oha, Digga, let's go. Hier mit dem originalen hier mit dem Scorpion-Symbol, mit dem SCUF-Logo. Hier ein komplett originaler SCUF. Ich habe ja auch in der Zeit, wo ich ein bisschen Stress mit SCUF hatte, Angebote bekommen, die Controller woanders zu machen. Also auch mit deutlich höherem Gehalt. Aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt, habe ich mich dazu entschieden gehabt, es nicht zu tun. Denn ich möchte beim Original bleiben. Das ist so, keine Ahnung. Ich verdiene zwar ein bisschen weniger Geld, aber ich kann wirklich so krass hinter diesem Produkt stehen, Leute. Ja, hier ist die Xbox-Variante drin. Die muss ich jetzt nicht auspacken. Die habt ihr wahrscheinlich schon öfter mal gesehen. Vermute ich einfach mal. Also hier ist die Xbox-Variante drin. Ach, scheiß drauf, wenn wir schon mal dabei sind, ganz ehrlich. Die Xboxer von euch sollen ja auch berücksichtigt werden, weil der krasseste Controller, der war wie immer mal im letzten Paket, Leute. Ihr wisst es, Leute. Irgendwie muss man seine Watchtime ja auch pushen. So, und jetzt packen wir den mal aus. Auf ganz easy XP-Basis. Boah, Digga, der sieht auch so heftig aus, Mann. Boah, Leute, hier, gönnt euch den Hasen, ey. Gönnt euch den Hasen, Leute. Oh mein
Gott. Ich habe mir was überlegt, Leute. Und zwar ist mir die Idee einfach gerade eben im Video gekommen. Wir machen einfach ein Gewinnspiel. Ich habe viel zu lange kein Gewinnspiel mehr gemacht. Also Leute, ihr könnt den Xbox und den Kollegen hier gewinnen. Ganz einfach, indem ihr das Video liked und in die Kommentare schreibt Xbox und dann oder Playstation, je nachdem welchen ihr wollt, also Xbox oder Playstation und euren Instagram-Namen, damit ich auf euch aufmerksam werden kann. Die Teilnahmebedingungen sind jetzt einfach mal so, die mache ich jetzt einfach mal ganz fest. Einfach nur heute, Leute. Heute am 4.4. bis 0 Uhr, also es sind jetzt ab Upload 6 Stunden, habt ihr die Chance zu gewinnen. Das heißt, es geht wirklich an die treuen Leute raus, die früh am Start waren. Liked das Video, schreibt in die Kommentare Xbox oder Playstation euren Instagram-Namen und dann könnt ihr teilnehmen, Leute. Wird dann durch Zufallsprinzip entschieden, wer das Ganze hier gewinnt. Also Leute, einmal für die Xbox-Spieler, einmal für die Playstation-Spieler. Und jetzt kommen wir zum schönsten Schätzchen hier. Und ich rede nicht von Sony, sondern ich rede jetzt von dem Scuf Impact. Warum wird der nicht verlost? Ganz einfache Erklärung. Guckt euch mal an, wie abgerannt der hier schon ist. Ich habe da so viel mitgezockt. Seht ihr hier schon diese grauen Spuren und so hier oben? Ja, das sieht man, glaube ich, jetzt ziemlich gut. Und hier, das heißt, der Controller, der macht es auch dann irgendwann. Also ich meine, die halten unendlich lange. Ich könnte auch einfach die Sticks austauschen. Die Playsee angemacht, alles klar. Aber wozu die Sticks austauschen, wenn man den ganzen Controller austauschen kann? Ja. Yeah. Ich spiele immer sehr, sehr lange mit den Controllern. Man kann ja mittlerweile alles austauschen. Man kann Pedals austauschen, man kann Sticks austauschen. Also die Dinger halten eigentlich unendlich. Und jetzt, Leute. Ja, ich weiß, wie die Playsee wieder aus. Mein Gott, ey. Falls ihr euch wundert, warum ich gestern auf Marcel Scorpion ein Video hochgeladen habe, dort habe ich auch so ein bisschen erklärt, ja, warum ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen inaktiver auch auf Scorpion Place war, weil ich halt einfach gerade am Umziehen bin. Deswegen sieht es bei mir im Hintergrund auch so suboptimal aus, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir aber zu dem schönsten Stückchen, weswegen ich jetzt das Video auch eigentlich gemacht habe, weil ich den einfach selber sehen will, Leute. Oh Gott, freue ich mich darauf, den jetzt selber in Händen zu halten. Don't leave me here. Oh, wow, okay. Ja, Digga. Wow. Oha, Alter, der ist einfach so sick. Boah, ich feier den so hart, Leute. Oh mein Gott, ich feier den so heftig, ey. Jetzt der zum Beispiel auch mit 4 Pedals. Man kann ihn auch mit 4 Pedals machen. Da kann man sich halt dann alle Knöpfe, die man halt will, belegen. Aber ich zum Beispiel, das ist ja auch scharf, ich bin zum Beispiel eher so der 2-Pedal-Typ. Ich nehme ja immer das ganze Setup so. Man kann das ja einfach easy rausschieben. Ich behalte immer diesen Stick. Okay, der kommt raus. Und man kann das einfach rausschieben. Und dann rausbiegen. Und den hier nehme ich immer raus, Leute. Also einfach rausbiegen jetzt. Zack. Und jetzt mache ich folgendes. Also ich habe immer den ganz linken Stick, also Paddle und den hier, damit ich nicht aus Versehen Messer bei Call of Duty, damit die Hand so ist und wenn ich messern will, muss ich diese Bewegung machen, weil hier kommt man manchmal aus Versehen dran. Und jetzt mache ich das Ganze folgendermaßen noch. Dann nehme ich immer dieses Gerät hier und zwar das Electromagnetical Remapping. Lege das dann hinten auf den Controller. Das ist dann hier dran. So, ne? Das halte ich kreisgedrückt und das Paddle auf das Kreis soll. Und jetzt fertig. Jetzt ist das einfach Kreis, das ist X, genauso wie ich es möchte, Leute. Dann kann man halt noch die Sticks austauschen, das werde ich wie gesagt auch noch später machen dann. Lasst dem Video doch gerne ein Like dafür da, würde ich mich drüber freuen. Macht beim Gewinnspiel mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht morgen, vielleicht in ein paar Tagen. Der Umzugsstress ist auf jeden Fall auch dann irgendwann vorbei. Haut rein, bis dahin. Ciao, ciao.